see killing? Do you think me weak? Flawed? To set my duty before her suffering? I would gladly ignore one life in agony if I could save 100, 1,000 more. For I have the moral strength required of an inquisitor. Mankind must suffer so that mankind can survive. It's that simple. But to this day, I still dream of the slow death to which I abandoned her. The screaming, the pounding. God, Emperor, help me, I will never forget that. Thousands of... frantic souls waking up to face an agonizing death. The cryogenerators had come from the ships that first carried humans to this world. The tombs had been raised around them and kept operating for thousands of years. This was where Eichlone's men had artificially triggered the revival process. A key component of this mysterious device had been removed. Tja, Lost Tech. Ernsthaft jetzt? Das nette Biss ist sehr weit. Wäre es nicht schlau, darüber zu springen? Okay, das geht nicht. Ah, ja, okay, so macht es auch mehr Sinn. Oh!
Almost, Gregor. Ich hätte gern die Plasmaknarre. Begone, heretic! Bei vielen Spielen lohnt es sich hier oft nochmal in die Ecken zu gucken. Ja, ich habe doch die Knete immer noch nicht zusammen. Chainsword wäre natürlich auch eine sehr schicke Sache, wobei ich hier mit einem Power Sword eigentlich schon sehr geil ausgerüstet bin. Thank you.
There's nowhere left to run, recidivist. You cannot stop us, Inquisitor. Your Imperium's days are numbered. Perhaps, but yours ends here. Be still! I will make you scream like the girl did. She begged us for mercy, Gregor. Step back. Be gone, heretic. Come join her in hell. Doch, was ist da passiert? Ja klar. Be still. I will make you scream like the girl did. Step back. She begged us for mercy, Gregor. Be still. Come join her in hell. Be gone, heretic. Be still. Ach, das ist seine Blitzwaffe, die mir so wehtut. Ich muss mich von dem fernhalten. Shit. Ja, die Pausefunktion war in dem Fall eher für mich von Nachteil. Okay, ich muss mich von dem Typ fernhalten. I will make you scream like the girl did. Alter, mit was beschießt der mich? She begged us for mercy, Gregor. Ja, das ist irgendwie scheiße. Nö. Come join her in hell. Nö, hab ich keine Lust zu. Da muss ich scheinbar das ganze Level nochmal spielen und nochmal genauer gucken, ob ich da nicht irgendwo noch ein paar Kisten übersehen habe, dass ich mir eine bessere Knarre oder so besorge. Das ist ja witzlos. Der Typ braucht ja 3 Schuss, da bin ich tot und sobald ich in die Nähe komme, blitzt er mich weg. Das ist ein bisschen unausgewogen. Egal. Ja, Ersteindruck. Schaue ich mir natürlich noch weiter an, ist klar. Ich muss jetzt erstmal nur rausknobeln, wie ich das besser hinkriege. Okay, Eisenhorn Xenos. Wir wissen jetzt, dass es das Spiel gibt. Wir wissen jetzt, was es ist. Es ist ein 3D-Action-Spiel, das als 3D-Action-Adventure daherkommt. Es wird ja relativ viel aus dem Off geredet. Wir wissen jetzt auch, wie es aussieht. Da bin ich hin und her gerissen. Ich finde das Level-Design, da bin ich schon zwiespältig. Optisch finde ich das Level-Design ganz cool gemacht. Also diese Grabwelt finde ich ganz cool dargestellt. Also diese Leute sind halt quasi eingefroren. Und jetzt sterben sie halt alle. Egal, auf jeden Fall diese Architektur, die finde ich ganz gut dargestellt. Was mir am Level-Design nicht gefällt, ist, es ist mir zu viel sinnloses Herumgekletter und Leitern gekletter und Gänge entlang gelaufen. Ich habe so das Gefühl, ich habe hier ein Konsolenspiel vor mir und das wurde auf dem PC portiert. Und scheinbar, ich weiß nicht warum, aber Konsolenspiele erscheinen, ist nichts geiler zu finden, als einfach sinnlos herumzulaufen und zu hüpfen. Das muss in den Genen von Konsolenspielern liegen, dass das im Prinzip alles Super Mario-Fans sind. Oder von mir aus auch Sonic. Ja? Eigentlich ist jeder Konsolenspieler grundsätzlich erstmal ein Jump'n'Run-Spieler. Den Eindruck habe ich immer, weil jedes Konsolenspiel muss völlig sinnfrei herumhüpfen und rennen. Warum? Braucht doch kein Schwein. Aber bei Konsolenspielen ist das Standard. Und ich habe den Eindruck, wir haben hier ein Konsolenspiel vor uns. Also das Level-Design optisch, ja,
vom Aufbau ist es mir zu tröge und zu viel Sinnloses herumgelaufen. Das hätte man massiv auch kürzen können. Also die Hälfte von diesen ganzen sinnlosen Passagen hätte man sich komplett in die Haare schmieren können. Braucht kein Mensch. Optisch. Ich finde die Animation sehr hölzern. Ich finde die 3D-Modelle von den Charakteren selbst, also unser Eisenhorn, unsere verstorbene Begleiterin, unsere Gegner, finde ich sehr eingestaubt. Das sieht nicht mehr zeitgemäß aus. Das sieht fast 10 Jahre alt aus, optisch, wenn es langt. Da hätten sie mal ein bisschen nacharbeiten können. Das sieht also sowohl die Modelle wie auch die Texturen wie auch die Animation, das ist nicht so pralle. Was mir auch nicht gefällt, ist die Kamera. Dieses so schräg aus dem Bild rausgerückt. Wir schauen so halb über die rechte Schulter drüber. Das finde ich keine... Gokia Gamepad, ja, habe ich mir schon gedacht. Ja. Das kann ich auch nicht einstellen. Obwohl. Naja, das sind halt das ist der Modus, wenn es zwischen Kampf- und Adventure-Modus hin herwechselt. Aber ich kann die Kamera so nicht anders einstellen. Also die Kameraperspektive gefällt mir nicht. Auch das scheint mir auch wieder von der Konsole zu kommen. Das kennen wir ja noch von Dungeon Siege, Teil 1, PC-Spiel, saugeil. Dungeon Siege 2, PC-Spiel, okay. Dungeon Siege 3, Konsolenspiel, Kacke! Kacke wie die Hölle! Da gehört immer noch, ohne Scheiß, irgendwann erwische ich auf einer Gamescon Entwickler von Dungeon Siege 3. Den schnapp ich, schleifen auf den Herrenklo, hauen rechts, links auf die Backe. Fällt diese beschissene Kamera, die da reingebaut haben, das ist unfassbar, was sie mit dem Spiel getrieben haben. Dass das generell seine konsolenlastigen Schwächen hat, geschenkt. Aber die Kamera ist einfach die Pest in Dungeon Siege 3. Und hier haben wir wieder das Problem vor uns. Wir haben hier eine tolle Kamera. Hm. Ja, von der Story, mir gefällt der Erzähler, dieses aus dem Off, das Erzählte und so, ja, es ist klar, der erste Eindruck ist, boah, ist das pathetisch, ja, aber das ist Warhammer, ja, das ist Warhammer 40k, das lebt vom Pathos, das muss triefen, das ist schon okay, das passt, das muss auch so sein. Dass es sich auf die Bücher stützt, finde ich nachvollziehbar, sonst hätte man ja nicht hier Eisenhorn. Man hätte auch sagen können, okay, man nimmt den Eisenhorn und macht halt, basiert das nicht direkt auf den Büchern. Für mich ist das jetzt natürlich, ich habe die Bücher im Regal, aber ja, geschenkt. Ja. Generell, die Erzählweise so gefällt mir ganz gut. Ja, Licht und Schatten, ich bin ja hin und her gerissen. Das Leveldesign vom, wie gesagt, finde ich tröge, optisch finde ich die Charaktere angestaubt, veraltet. Der Kampf am Ende war jetzt übelst unbalanciert. Offensichtlich habe ich da zu viel Coinset eingesammelt. Da brauche ich definitiv eine andere Knarre, weil so wird das nichts mit dem Revolver, von dem er geschworen hat, ihn damit zu töten. Der Typ ist mir total über und da ich da ständig noch Fußvolk nachspawnt, bleibe ich auf Abstand, schießt er mich weg, kümmere mich nie, blitzt er mich weg. Ja, das muss ich mir überlegen, wie ich den klein kriege. Die Frage ist halt, habe ich wirklich Bock drauf, das weiter zu spielen, weil bis jetzt schreckt mich, also ich meine es nicht böse, ich liebe Warhammer, aber das Spiel schreckt mich jetzt erstmal ab. Ich finde es eine sehr durchwachsene Konsolenportierung. Schade, da hätte man doch mehr draus machen können, das hätte man doch schöner erzählen können, optisch auch. Deutlich aufgewertet. Gut, ist natürlich auch die Frage, wer steht da dahinter? Wenn das ein relativ kleines Studio ist, dann fehlt denen auch einfach die Leute, die Manpower irgendwo auch. Da haben sie sich vielleicht ein bisschen dran verhoben. Also es wirkt eher wie B-Movie-Qualität. Also, ja. Also schade um das, Na, ja, ist die Lizenz. Also, wie gesagt, durchwachsen. Ja. Grundsätzlich stehe ich dem positiv gegenüber, weil Eisenhorn eine tolle Romanreihe ist. Grundsätzlich, Anführungszeichen Architektur, Landschaft gefällt mir ganz gut. Die Erzählweise fand ich okay, aber die Kamera ist Schrott, die Gänge sind, also dieses Leveldesign ist Schrott und der Kampf ist völlig unausgewogen und wir haben keinen Charakterentwicklung mehr. Gut, es ist ein 3D-Action-Spiel mit Adventure-Einfluss. Das
geschenkt, dass da kein Rollenspiel in dem Sinn drin ist. Also Charakterentwicklung wirklich. Hätte man trotzdem alles ein bisschen anders machen können. Finden, weiß nicht. Ich, optisch natürlich besser. Ich finde, das Leveldesign hätte man besser machen können. Auch die Darstellung von Sachen aufsammeln oder aufwerten, das hätte man alles ein bisschen schöner darstellen können. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen an den Space Marine Shooter orientieren können. Wo ich euch ja auch schon gezeigt habe im Archiv. Den finde ich nämlich sehr gelungen. Und der ist älter als das Spiel. Also, ich würde sagen, wir setzen hier erstmal unseren ersten Cut. Wir sehen uns hier wieder. Ich mache mir bis dahin so ein bisschen Gedanken, wie ich das, wie das Problem jetzt lösen. Also ich tippe einfach mal drauf, ich muss dieses endlose Level nicht einfach durchlaufen. Das habe ich halt gemacht, weil ich mich gelangweilt habe, da so schnell wie möglich durchzuhuschen. Da lagen bestimmt irgendwo noch eine Kiste oder weiß der Geil was rum mit Münzen und dann hole ich mir eine bessere Knarre, dann kriege ich den Typ wahrscheinlich auch schneller weg. Weil so ist das halt ein bisschen witzlos. Naja gut, also für das Infrakter Games-Archiv, denke ich, haben wir soweit auch genug gesehen, um uns ein Bild machen zu können. Ja, für die heilige Mission des Infrakter Games-Archiv und für die Mission der Infrakter Warhammer-Wochen. Ich zocke jetzt erstmal weiter ins nächste Warhammer-Spiel. Da sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald und lest die Bücher. Kann ich nur empfehlen. Saugeil. Macht's gut. Tschö.